Willkommen zu einem neuen Horror-Game. Und das wurde mir empfohlen, Luto. Und hier ist noch an der Tür The Choice, die Wahl. Mir wurde auch gerade gesagt, was Luto heißt. Das schreiben die lieben Leute mir im Chat bestimmt sicherlich auch gleich wieder rein. Und wir gehen jetzt in die Demo. Die wurde mir empfohlen. Über Daumen nach oben und Abo und Kommentar würde ich mich immer sehr freuen. Luto heißt Trauer, denn sonst bin ich nämlich traurig und ich quäle mich hier für euch in der Hitze bei 35 Grad draußen und zwei Ventilatoren hinter mir. Das ist doch mein Einsatz und kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/gnu-live. Meine Community schreit euch gerade ganz süß an im Chat und sagt Hallo. So, dann Play Demo. I'm scared. Ui, das sieht gut aus. I like diese. Oh, süß. Süß. Ich würde es gern mitnehmen. I'm a little bit scared. Ah, sieht schön aus. Toll. Ein Radio. Ein Bild. Drawing of a door with broken bars. Okay, eine Zeichnung von einem Bild. Von einer Tür mit. Oh, was war das? Die eingebrochen ist. Ein Inventor. Inventor. Inventar. Sorry, ich bin so am Arsch heute. Und deswegen kann ich genau sowas nicht gebrauchen. Okay, das Telefon da unten. Laufen wir doch mal ganz entspannt hier runter. Was für ein ätzender Klingelton. Da hätte ich ja gar keinen Bock ranzugehen, ey. Boah, ist das ätzend. Ja, bitte? Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Okay, also sie hat gesagt, hey, wie geht's dir? Geht's dir besser? Wenn was ist, sag Bescheid, ich komme und hol dich. Sei doch nicht wie so ein Fremder für mich. Hey, ich kann ja gar nichts drücken. SOS. Mann. Oh. Oh mein Gott, was? Oh nein. Oh nein, es ist so dunkel. Ah, da liegt eine Taschenlampe für mich. Oh Gott, ja. Also ich habe euch ja vorhin schon gesagt, bei einem anderen Game, bei Guild, könnt ihr euch anschauen, richtig geiles Game, dass ihr bitte, wenn Taschenlampen rumliegen, die nicht aufnehmt, weil dann fängt es gar nicht erst an, die Scheiße. Da fängt die Scheiße gar nicht erst an. Komme ich da rein in diese Dimension? Überall süße gemalte Bildchen. The Kale, The Call. The Drawing. Ah, das kann ich hier hinpacken. Yes. Use. Read. Use. Ich will es gern usen. Ich will es wegmachen. Inspect. Use. Navigate. Nee, ich kann es nicht verwenden. Das ist nicht das Richtige, oder? Doch, klar, das muss doch hier rein. Place. Jetzt. 074. Okay, ich muss wieder Bilder finden. Ich habe keine mehr. Oh, süßen Mogwai. 074, okay. Das sieht schon mal nicht gut aus hier. Das mit dem Hai auch nicht so viel TikTok geguckt.
Scary Movie. Das Kind schaut zu viel Horror und zu viel One Piece. Ah, das kann man nicht zu viel schauen. So, wir nehmen uns jetzt mal die Lampe hier. Ja, gib sie mir. Pickup. Flashlight. Oh, yes. Weiß nicht, ob das gut ist, um ehrlich zu sein. Aber ich deal jetzt damit. Kann ich hier vielleicht rein... Oh Gott, diese Ketten hier reinleuchten? Das sieht aus wie so ein Portal. Dass ich hinein kann. Shit, die gehen auf. Hier ist ein Bild. Drawing of a blue gift, also ein blaues Geschenk. Das sind süße Geister. Nehme ich mit. Kleine Hattifnatten. Okay, ist zu. Das sind so Riesenräume, sehe ich erst jetzt. Ja, also wir brauchen eine 10 Meter lange Lampe. In der Hoffnung, dass ein bisschen Licht unten ankommt. Ja. Es hat mir ein bisschen zu krasse Visage-Vibes. Ich habe Angst. Okay, jetzt ist die Tür. Wenn ihr irgendwo ein Bild seht, was ich einsammeln kann. Oh, dann schreibt. Do not stare at him. Oh nein, ich soll ihn nicht anstarren. Wen denn? Oh nein, es kommt gleich irgendwas Gruseliges und ich darf den nicht anstarren. Oh nein. Oh nein. Ist da was drin? Kann ich da reingucken? Krieg einen Jumpscare? Hallo, wir kennen's doch von PT. Oh nein, ich starre hier gar niemanden an. Hallo. Ich guck dich nicht an, wenn du da bist. Lalalalalalala. Alles ist, ich gehe nach links in bester Ordnung. Ich sammle nur Bilder von dem Kind. Verdammt, fehlt da überhaupt noch eins oder kann ich da schon hin? Ich muss singen, weil ich Angst hab. Und ich hoffe, das beruhigt. Oh Gott, they are no longer here, sie sind nicht mehr hier. Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen Keller und hoch, dann gehe ich hoch. Also, ich biete euch das V-Sync an. Oh, das hat mich letztens mal jemand angeschimpft. Oh, warum ist ein V-Sync nicht an? Da hat mich letztens jemand angeschimpft, weil ich V-Sync nicht an hatte. Und ich bin davon ausgegangen, dass es immer an sein muss. Verzeiht. Oh. Oh, da sieht mich jemand. Hat mich da gerade jemand fotografiert? Oh, ein Auge. Es war vorhin so viel schöner. Oh nein, muss ich da durchglotzen. Ah, da ist die blaue Kassette, die ich gerade gesehen habe. Okay. Die Tür geht nicht auf. Das heißt, da muss ich rein. Diese ganzen LGBTQIA-Plus-Flaggies. Okay, wir müssen doch in den Kackkeller gehen. Ich will halt irgendwie auch nicht rennen, weil ich so das Gefühl habe, dann werde ich bestraft. Ich gehe mal kurz ins Kinderzimmer und gebe das Bild ab. Oh Gott. Dann habe ich wenigstens schon mal etwas getan. Hallo. Ah, die Nummer muss ich doch wählen. Wie war denn nochmal die Nummer? Wie war denn nochmal die Nummer? Da war doch eine Nummer. 4 irgendwas? Wer hat sie sich gemerkt? Jetzt bin ich gespannt. 074. Ihr seid solche Gangster, Leute. Echt so geil. 074. Okay, krass. Kann ich anrufen? Was hat. Das wundert mich jetzt aber wirklich. Genau, das war der Raum. Hä? Da ist ja was dran. So. Hier war doch noch irgendwie. Genau hier. What lies beyond the light? Oder what lies?
Left or right, watch which choice will be the good one. Walking among the strangers, drawing of a blue gift. Wo soll denn das hin? Back. What lies beyond the light, left or right? Ich weiß nicht, welches Geschenk da hin soll. Ah, da ist ja das blaue Geschenk. Das heißt, vielleicht muss das dann hier hin. Nee, die machen das erst auf, denke ich mal, oder? Das ist halt die Frage, kommt es hier hin? What lies beyond the light? Wahrscheinlich schon. Was liegt zwischen dem Licht? Das ist natürlich das Geschenk. So. Genau, das Geschenk. Weil da kommen die Geisterchen und da ist die Kerze. Was liegt denn zwischen den Lichtern? Das Geschenki. Do not stare at him. Es ist eklig. Hier ist die Treppen runter. Ich habe gar keine Lust. Holen wir uns ein kühles Getränk, weil es 35 Grad drin hat. Ich habe Angst, die Monster zu sehen, wenn die Grafik schon so geil ist. Kann ja nur schrecklich sein. Nee. Sie sind nicht länger hier. Wer sagt das? Ich bin aber jetzt da. Hallo. Nein, ich habe es nicht gesehen. Und da ist ein Kind ausgeschnitten. Und hier. Oh Gott. Ich muss jetzt wahrscheinlich in den Keller und das dumme Geschenk holen, oder? Help, Hilfe, 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 Hilfe. Was ist denn das eigentlich für... Oh Gott, Hilfe. Was ist das für eine Kacke hier? Okay, hat sie irgendwo ein Bild? Kann ich ein Bild haben? Hat sie irgendwo ein Bild? Hilfe, 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 Hilfe. I know. Ich bin nur hier, um ein Bild zu holen und dann gehe ich direkt wieder. Oder muss ich vielleicht die Kerzen anmachen? Wem soll ich hier bitte helfen? Sagt sie irgendwas? I'm lost. Help me. Es gibt kein Entkommen. Such nach Hilfe woanders. Ich will jetzt hier weg und es... Nein, lass mich. Nein, 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 nein. Such dir woanders Hilfe. Oh nein. Wo bin ich denn jetzt? Weiß sie wohin? Oh je. Das erinnert mich voll an Silent Hill 2 Pyramid Head. Okay, ich muss wohl da lang. Oh Mann. Ja, ich pack das nicht. Was soll ich sagen? Nein. Oh mein Gott. Bin jetzt ich zugedeckt worden? Be careful with this place, it's easy to get into. Ach, ich bin tot! Was? Ich bin tot? Ja, das kann schon mal passieren. Nicht starren. Ach so, nicht angucken. Aber ich fand das so spannend. Ich bin ein Schwabe und Deutsch. Ich muss gucken. Ich starre immer. Ich kann... Oh, süß, Smiley. So, hey, bist du gestorben? Geht's dir gut? Ja, ja. Ist schon alles okay. Kommt der jetzt nochmal, der Sack?
Ah, das sind die Gitterstäbe. Okay, das war die Tür, wo der entgegengeknallt ist. Oh. Ihr wisst genau, wie es ist, Leute. Ihr starrt auch alle. Ich weiß es. Auch alle kleine Glotzer. Gruseliges Bild würde ich mir nie in die Wohnung hängen, ey. Was steht da? Du wirst es nicht mehr wieder tun. Ich tue es nicht mehr wieder. Ich schaue nie wieder weiße Bettlaken an. I promise. Selfish. Selbstverliebt. Ungrateful. Fat. Gross. Every time I look at you, you are happy. Why? It's not what I remember. Hm. I hate you? Fragezeichen. 522. Hier, Notes. Drawings, dinosaurs, horror, boys, pain, his dog. Ey, zieh den Hund da nicht mit rein. Und eine Patrone mit einer Waffe, mit einem Schuss. Was steht denn da? Spot watching me. Ach, stopp. Schau auf mich anzuschauen. Ah, wie gruselig. Hier ist so ein... Oh mein Gott. I miss him. Hier ist so ein Beobachtungsraum. Deswegen hat die das dahin gemacht. Oh, oder der oder whatever. Das ist, woran ich mich erinnere. Read. He hasn't drawn anything original for a long time. Das ist ein R. He just draws the movies he likes over and over again. Also er hat schon lange nichts mehr gemalt, aber jetzt seit letztem malt er einfach immer nur die Filme, die er schaut. Immer und immer wieder. I still don't understand why he keeps drawing like... Ich verstehe nicht, warum er genau das zeichnet. Es passt gar nicht zu seinem Alter. He seems stuck in the unreadable past somehow. Also es sieht so aus, als würde er in der Vergangenheit, die wir nicht lesen können, feststecken. Er sieht glücklich aus, aber warum? Er wurde alleine gelassen und niemand hat ihn beachtet dort. After all he's been through, he should... Also nach allem, was er durchgemacht hat, sollte er eigentlich weinen. Das ist das, an das ich mich erinnere. Okay, es ist so eine Art Therapieraum und der hat irgendein Trauma hinter sich und wir beobachten den die ganze Zeit. Okay, dann können wir die Drawings jetzt einsetzen. Ich würde eigentlich gern die Tür zumachen. So. Ah, das ersetzt jetzt den Code hier, kann das sein? Dass hier das hin muss. Dann haben wir den vollen Code. Und dann muss hier das blaue Gift hin und da fehlt uns noch eine. 074522. 522 vielleicht. Es fehlt noch ein Bild. Oder 074522 vielleicht. Okay, 07. I spy with my little eye. A little thing. And a little... I spy with my little eye. A little thing. And a little... Also sie spioniert mit ihren kleinen Augen ein kleines Ding mit einem kleinen Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, das war ein Rätsel. Und wisst ihr was? Ich habe es nicht verstanden. Heißt es, dass wir oben hin müssen zu dem Spionageding und da irgendwas machen müssen? I spy with a little eye. A little thing. With a little thing. Also, jetzt müssen wir vielleicht hoch. Hallo. Ich spy jetzt nochmal. Ich komm nochmal und glubsch da rein. Mit meinem Ei. Spy. Ah! Nein, wie dumm kann man sein? Dein Traumfeld, dein Traumfeld, dein Traumfeld, dein Traumfeld, fällt.
Oh, was ist denn das? Eine andere Dimension? Ist sie jetzt runtergeflogen in den Flur? Ah, ich habe doch auch einen Kassettenrekorder gefunden, so einen Fernseher. Nein. Einfach nur nein. Ist hier runtergefallen. Ah, da liegt sie doch. Komm her, Videotape. So, jetzt kann ich das hier anschauen. Da war doch irgendwo ein Fernseher. And you tried your best, but you don't succeed. You get what you want, but not what you need. Und ich spiele jetzt eine Kassette ab. Okay, diese Ecke. Oh, 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 da liegt das Dreieck, was wir unten brauchen. Sieben, zwei, fünf, sieben, zwei, fünf. Oh, das ist Geschenk. Okay, wir müssen Schlüssel holen, runtergehen, da finden wir eine Kiste. Da müssen wir 725 eintabben. Da ist er, ich sehe ihn. Ja. Das Schlimme ist, wir müssen jetzt nochmal runtergehen. Oh Gott, das passiert bestimmt gleich mal. Ich bin lieb. Mann, diese Wohnung ist so dumm gebaut, einfach nur. So viel Ecken. Hätte ich voll Schiss. Ich würde hier niemals leben wollen. Oh, bitte kein Jumpscare. Oh nein, unangenehm. Oh, schön, es ist jetzt ein sexy Ambiente geworden. Ich. Tut mir leid, ich habe meine Tage, heute geht nichts. Nein. Lockdown, nothing. Es ist eklig, was ist denn das für eine Kacke hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. It's Britney. Gruselig. Oh nein, da steht doch was, oder? Ich höre was klackern. Und was atmen. Nein. Ich will, weiß nicht wohin. Ist alles scheiße. Ah, da geht's weiter runter. Ich gehe da lang. Ich nehme lieber den Typen im Sessel, als da runter zu gehen, ganz ehrlich. Oh Gott, bitte tu mir nichts. Bleib einfach nur sitzen. Ja, ich sehe deine Knie. Ich kann es sehen. Du bist da und du wirst mich jumpscaren. Ich hatte vorhin schon ein Problem mit dir. I can see clearly now the rain. Oh nein, es ist aufgestanden, das Schwein, oder? Was gibt es da unten? Oh, ein Zettel. Ah, draw the corridor. Oh oh. Nein, ich wusste es. Es sind diese weißen Gestalten nämlich hier die ganze Zeit. Genau die! Ih, wie ekelhaft! Wir haben sie alle ausgezogen. Oh, da ist die Box. Okay, wie war der Code? Wir brauchen vier Nummern.
Huh? War auf jeden Fall eine 7. 2, 5. Was war die nächste? Nö. Sieben. Vier. Zwei. Fünf. Nö, auch nicht. Nö, wie kommt ihr da drauf? Probier jetzt einfach mal eins. Sieben. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Das war Knusches Glück. Okay, funktioniert. Danke. Jetzt ist die Frage, runter in den Keller? Ich brauche ja noch zwei Bilder, oder? Boah, will ich das überhaupt oder soll ich ganz zurück? Das sieht doch schon wieder ein bisschen... Jetzt bin ich wieder hier. Yay. Weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber ich bin wieder hier. Okay. Dann gehen wir kurz in den Raum und setzen das Poster ein. Das letzte. Und das kommt nämlich hier hin. To be happy. Was ist das überhaupt? Left or right, watch come will be the god good one. Ist das überhaupt richtig? Walking around among strangers. I think I want to give it back. Left or right, which choice will you choose? To be happy. Also ich bin damit glücklich, aber irgendwie ist es, glaube ich, nicht korrekt. Oder? Ich glaube, das ist nicht korrekt. The call? The call. The hallway is full of boxes from the movie. Also, der Flur ist voll mit Boxen von den Filmen. The drawing should not be in the box. Die Zeichnungen sollten nicht in der Box sein. Wer ruft da an? Niemand. Da fehlt noch was. Chains? Fragezeichen. This is not a not. Das ist kein normales Haus. Warum riecht es hier nach Eisen? Der Path, also der Ding ist offen, der Weg. Das war unten im Keller. Und dann... Hinter dieser Tür ist ein undunkler Ort. Es ist leicht verloren zu gehen. Was liegt hinter dem Licht? Alles nur wegen diesem ungewollten Geschenk. Zwischen den ganzen Strangern, denen ich hier rumlaufe, denke ich, werde ich es zurückgeben. Links oder rechts, was wirst du wählen? Was wird die richtige Choice sein, um happy zu sein? Das ist doch die richtige Reihenfolge, oder etwa nicht? Wahrscheinlich muss ich eine andere Reihenfolge nehmen. I'm not sure about this. Mit dem Geschenk, weil es links unten rechts an der Treppe ist. Stimmt, das sind aber die Kerzen, ne? Das sind Kerzen. Wahrscheinlich. Oder muss ich die komplett austauschen, weil die wahrscheinlich komplett falsch sind, oder? Denke ich mal. Dann müssen wir... Das. Dann das. Yes. Okay, irgendwas ist aufgegangen. Ich befürchte fast. Ja, die verkackt verriegelte Tür.
Die ist aufgegangen. Ich weiß nicht genau, um wen es eigentlich hier jetzt geht. Also wahrscheinlich um uns. Ich bin neugierig. Oh nein. Okay, welchen Weg wirst du gehen? Links oder rechts? Oh, jetzt sind wir in diesen Abteilungen. Oh Gott. Oh, schön. Die Wahl, nach links oder rechts? The choice. Hier war jemand schon mal und hat 4, 5 Entscheidungen getroffen, nehme ich mal an. Links oder rechts, Leute? Welche Wahl nehme ich? Jetzt bin ich gespannt. Rechts ist das Geschenk, links ist was? Mitte. Wir machen rechts. Aber ich habe ja gar kein Geschenk. Warte mal, ich habe ja gar kein... Wo finde ich denn das Geschenk? Moment. Habe ich das Geschenk vergessen? Ups. Wo war denn das Geschenk? Das war doch irgendwo unten bei Gittern gelegen, ne? Steht hier. War es so schmerzvoll? Oh mein Gott. Tut mir leid. Oh Gott. Das ist das, wo wir waren. Was sind das hier Furchtbares? Das ist so eklig, wirklich. Also, echt. Ich glaube mal, dass der mich zum Geschenk bringt, oder? Oh my gosh. Bringst du mich zum Geschenk? Das ist ja voll das Labyrinth. Scheiße, ich hab ihn verloren. Gott, Hilfe! Oh Gott, ich hab mich voll verlaufen. Hilfe! Kerzchen. Okay, müssen wir irgendwo ein Geschenk finden. Ihr helft mir jetzt dabei. Gott, das ist ätzend, ey. I hear disgusting things. Da sind Kerzchen. Das lag doch bei so einem Eisengitter, oder? Oh Gott, Leute, wie soll ich das finden? Das lag bei so einem dummen Eisengitter. Oh, so unangenehm. Ich weiß auch nicht, ob ich den Geräuschen folgen soll. Oder den Kerzen? Oh nein. Ich glaube, da müssen wir... Oh, da ist es. Oh, da ist es ja. Wie komme ich da rein? Von hier nicht. Nee. Da muss ich irgendwie anders hin. Das ist das Geschenk. Geschenk, ja! Oh, schön.
Oh, Mann, es ist romantisch. Look how beautiful das ist. Auf einmal. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin heute nicht in Stimmung. Ja, die Rosenblätter und Kerzen können gleich mal wieder weggeschafft werden. Ich habe Bauchweh. Oh Gott, ich dachte gerade, die Kette wäre was. Nur würdest du dir jetzt wieder zugucken, anstatt selber zu spielen. Oh nein. Ja, würde ich. Jetzt kommt die nächste wichtige Frage. Wie zur Hölle komme ich hier wieder raus? Oh, gut. Ja, er hat mich erhört mit den Kerzen, ne? Stimmt, er hat gesagt, okay, wenn du Bauchweh hast, dann halt nicht. Na, schnell hoch, da ist nichts mehr, nein. So, jetzt können wir Geschenkchen geben, Leute. Geschenkenparty. So, Geschenk. Rechts oder links? Wer kriegt das Geschenk? Links. Okay, die ersten wollen links. Ich glaube, es waren noch mehr links vorhin, ne? Ihr kriegt links. Und da gibt es jemand, der war schon fünfmal hier. Also ich glaube, das wiederholt sich für die Person, die wir spielen, immer wieder. Geschenk. Oh, aber jetzt geht die Tür auf. Das wollten wir ja gar nicht. Shit. Okay, interessant. Ist das ein Witz? Habe ich gewonnen? Ist das hier ein Ausgang? Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Entscheidungen. Oh mein Gott. Wahlen, Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Hilf mir, Entscheidungen. Vor allem, wir haben uns für was entschieden und wir wurden einfach, es wurde uns einfach weggenommen. Hast du es verstanden? Oh, jetzt muss ich schon wieder alles von vorn machen, oder? Ich habe gar nichts verstanden. Und es fängt wieder von vorn an. Kann es sein, dass es eine Endlos-Demo ist? Kann es sein, dass es eine Endlos-Demo ist und deswegen stand da auch quasi... Guck mal, jetzt passiert doch gar nichts mehr. Jetzt ruft auch keiner mehr an. Das waren wir. Es ruft keiner mehr an. Kann ich raus? Shit. So, what are you going to do? Have you made up your mind? Hast du deine Einstellung geändert? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Okay, sie sagt, sie kommt vorbei und hilft mir. Oh shit, und jetzt? Oh, kommt sie jetzt wirklich vorbei und hilft mir? Also sie sagen, es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe entschieden, rauszugehen und es ist nicht einfach. Oh Gott, das ist ja richtig crazy. Und ich bin immer noch nicht draußen. Oh, was ist denn das? Ich habe dich über diesen Ort gewarnt. Danke fürs Spielen. Du kannst Loot zur Wishlist hinzufügen. Ja, auf jeden Fall. Cooles Game. Geil. Ich bin gespannt. Ich will wissen, was passiert. Ich glaube, dass wir irgendwie ein bisschen in einem Time Loop wieder gefangen sind und irgendein traumatisches Erlebnis hatten und irgendwie sind wir wie ein Kleinkind und haben was ganz Schreckliches erfahren. Oder das Monster, dem wir begegnen. Ich bin sehr gespannt, was passiert, worum es geht. Schreibt mir eure Theorie in die Kommentare, vielleicht wisst ihr es schon. Und sobald das Game rausgeht, werden wir spielen. Ich habe mich ordentlich eingeschissen. Ich finde Games geil, wo einfach die Grafik geil ist und die Spannung. Es muss nicht ständig was passieren. Und ich glaube, die Monster werden sicherlich noch kommen. Und ja, hat mir gefallen. Danke für die Empfehlung. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Über einen Kommentar natürlich auch. Und wir sehen uns in den nächsten Videos, wenn wir uns wieder zusammen einscheißen.